Und die kommen jetzt bei uns auch rein ins Essen. Es gibt eine Zwiebelsuppe und sowas wie eine neue Zeitrechnung, die heute beginnt im ARD-Buffet. Denn ab heute präsentieren wir in jeder Woche mindestens einmal ein Gericht, das pro Person unter 5 Euro kostet. Christian, und heute sogar deutlich unter 5 Euro. Ne? Würde ich sagen, deutlich unter 5 Euro mit deutlich viel Geschmack. Und super lecker, pro Nase muss man immer sagen. Ne? Ja, ja. Ja. Also Zwiebelsuppe hört sich jetzt, die wir jetzt hier kochen, nicht so wahnsinnig toll an. Aber eine Zwiebelsuppe kann echt wirklich eine kulinarische Freude sein. Mit wenig Geld und wenig Zutaten richtig gut zubereitet. Und wer dich strahlen sieht den ganzen Morgen hier schon, der weiß, es kann eine große Freude sein. Ja, ja, genau. Los geht's mit. Also, ein schönes Stückchen Butter in die Pfanne. Dann die Zwiebel. Ja, das können jetzt normale Zwiebel sein oder auch gern weiße Zwiebel. Mhm. Ja. Weiße Zwiebel sind so aromatischer, ein bisschen süßlicher. Und die werden jetzt angebraten. Klar, Zwiebelsuppe halt. So. Und jetzt kommen wir so ein paar Es ist Zwiebelzeit, sie wird geerntet. Es ist Traubenzeit, sie werden geerntet. Stapeltrauben. Also ist doch alles gerade günstig zu kriegen. Ja, ein Kilo Zwiebel, würde ich mal sagen, 2,50 Euro in etwa. Ein ganzes Kilo. Und das ist wie viel? Ah ja, eine Handvoll. Das waren jetzt vielleicht 150 Gramm, wenn überhaupt. So, also die Zwiebel schön anbraten, ja, Temperatur ordentlich hochstellen. So, und dann kommt dazu ein bisschen Salz, eine Prise Zucker und der Zucker karamellisiert mit den Zwiebeln. Ja. Eine tolle Karamellnote. Und die Zwiebel kann man jetzt ruhig so ein bisschen braun werden lassen. Dann kommt etwas Paprikapulver dazu. Muss man natürlich aufpassen, dass das Paprikapulver, mildes Paprikapulver, nicht anbrennt. Nicht anbrennt. Ja. Kennst du geräuchertes Paprikapulver? Nee. Es gibt auch in jedem Supermarkt oder im Discounter gibt es geräuchertes Paprikapulver. Kostet nicht viel, scheint auch sehr. Könnte man genauso reinmachen. Genau. Eine Prise. Eine Prise. Dann, wenn das Ganze so ein bisschen Farbe hat, dann kommen Trauben. Aber die gebe ich dann gleich noch mit dazu. Das ist immer die Kombination gebratene Zwiebel mit den Trauben. Wie bist du drauf gekommen? In einer schlaflosen Nacht. Du hast schlaflose Nächte. Nee, es passt in die Jahreszeit, es ist nicht teuer und es schmeckt gut zusammen. Und gibt noch mal Süße. Ja. Ja. Dann ein Schlückchen Weißwein. Mhm. Bisschen Brühe, das kann auch gern eine Gemüsebrühe sein, auch gerne so eine Instantbrühe. Ja, eigentlich egal, das machen wir uns leicht. So, und das Ganze jetzt kompakt köcheln lassen. Den Wein kann ich auch weglassen. Nicht wegen des Preises, auch vielleicht, wenn ich gar nicht mag. Du kannst da ja auch gerne einen Traubensaft dazu nehmen, wenn jemand keinen Wein möchte, gar kein Problem. Jetzt Knusperbrot. Und ich werde das Ganze, Holger, so ein bisschen anders zubereiten, als man Zwiebelsuppe vielleicht kennt. Also nicht im Backofen, weil auch viel Energie. Genau, kann man auch sparen. Ich mache ein schönes Knusperbrot in der Pfanne. Ein Stückchen Baguette, ich habe so ein Vollkornbaguette. Ja. Kann auch ein Brot vom Vortag sein. Klein schneiden. Und das Ganze auf einem Induktionsherd, wie wir ihn hier haben, ja, ist noch mal ein bisschen energetischer. Naja, auf jeden Fall. Also Induktion, würde ich mal sagen, ist das Maß der Dinge und haben fast die meisten viel besser und energiesparender als zum Beispiel ein Ceran-Kochfeld. Ja. Da wird doch das Kochfeld auch nicht heiß, sondern lediglich nur die Pfanne. Platte. Holger, Achtung, Achtung. Da muss ich mal sehr vorsichtig sein. Die sieht so harmlos aus, diese Pfanne. Ja. Viel hilft viel. Brot, Knoblauch und zwar genügend. Ja, ist doch nicht teuer. Knoblauch ist mega. Ich liebe Knoblauch. Und jetzt wieder, Achtung, Kombination Butter. Zack, in die Pfanne. Schöner Klatsch. Das Brot, der Knoblauch. Und es ist nicht wenig Knoblauch, gell? Nein, ich habe es gesehen. Ich habe es, ich sag mal, wohlwollend beobachtet. Ja, aber du wirst es nachher sehen. Ja. Das schmeckt einfach toll. Ja, ich weiß. Brot, Knoblauch, Butter, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer aus der Mühle. Und das Brot kann ja auch von gestern sein, von vorgestern sein. Senkt nochmal den Preis, oder? Muss es frisch sein. Ach was, das kann ja auch von vorgestern sein. Ja? Ja, so ist es. Ja, das wird ja schön knusprig, ja, und jetzt brauchen wir da so ein bisschen Zeit und dann wird es lecker. Eine Pfanne haben wir noch. Also, Pfanne, mittlere Temperatur, Backpapier. Gerade wie ein Zauberer daher. Jetzt kommt der Hase raus. Und Holger, das ist jetzt wirklich auch nochmal wirklich fein und lecker. Noch ein Clou. Ich mache so einen Käsecracker.
Ja, also in die Pfanne das Backpapier legen, dann den Käse. Was für ein Käse ist das? Ich habe jetzt hier so ein Gruyère, aber da geht natürlich auch ein Emmentaler zum Beispiel. Ja, der ist auch sehr günstig. Und was ich hier mache, ist knusprig, lecker und vor allen Dingen auch energetisch wieder toll. Schmilzt nicht im Ofen? Ja. Ja. Rein damit Rosmarin? Ja. Mhm. Du hast mich gefragt, oder? Ja. Ich wollte nur wissen, ob du auch mein Lieblingskraut kennst. Ja. So, Rosmarin auf den Käse. Und vielleicht noch ein bisschen schwarzen Pfeffer. Mhm. Und jetzt das Ganze schön braun werden lassen. Ja. Das dauert ein bisschen. Und dann ist der Cracker auch fertig. Die Trauben. Ganz zum Schluss. Schau mal, in die Zwiebelsuppe noch eine Handvoll weißer Trauben. Nochmal. Kombination ist natürlich toll. Und jetzt Suppe, Croutons, Käsecracker. In wenigen Minuten. Dann schauen wir nochmal auf das Endfoto, um das hinter mir sehen wir es ja auch schon, wie das Essen am Ende aussehen soll. So ist es. Und ich sag's gerne nochmal, das Ganze, du sagst immer deutlich unter 5 ja. Euro, heißt ungefähr. Ich würde mal sagen, also was wir hier machen, da sind wir vielleicht bei 2,50 Euro. Roundabout. Pro Person. Pro Person, vielleicht 3 Euro maximal. Und mit vor allem guten Geschmack, halt. Ja. Wollte ich gerade sagen, super günstig und super lecker. Das ist ja das Wichtigste. Ach, Knoblauch. Oh, so, nimm du noch ein Näschen gerne. Ich bleib noch ein bisschen bei den Trauben. Woll, Chef. Denn, ja, denn die Lese ist im Moment, wenn es auch um die Weintrauben geht und nicht die Tafeltrauben, dann ist die Lese ja inzwischen, hier sind wir, genau, servus, dann ist die Lese inzwischen fast überall, fast vorbei. Ja, drücken wir fest die Daumen, dass das alles so klappt, wie man es sich dort vorstellt für die Zukunft. Essen ist jedenfalls immer was Feines und wie wir heute auch lernen, kann es jederzeit immer noch super günstig sein. Deutlich weniger als 5 Euro pro Person für Zwiebelsuppe mit Käse und mit Brot obendrauf. Aber das ist alles dein Job, Christian. Ja, oh, lecker. Freue ich schon mal. Und diesen Hauch geräuchertes Paprikapulver ist lecker. Ja. Ja, das sind so. Auch so? Ja. Pur? Naja, pur jetzt nicht, aber in der Suppe ist es toll. Also, absolut. Die Zwiebel haben so ein bisschen Konsistenz der Suppe verliehen. Ja, schön ordentlich Einlage rein. Ja, mit ein bisschen Gemüsebrühe, da war ein bisschen Weißwein in dem Fall dabei. Genau, geht aber auch Traubensaft, klar, ganz entspannt. So, lecker, dann diese Croutons obendrauf. Und ich muss das einfach nochmal sagen, ich habe da viel Knoblauch drin. Ja. Und wenn der Knoblauch gebraten ist mit diesem leckeren Brot, mit diesem knusprigen, ist das eine feine Sache. Aber das Highlight kommt jetzt eigentlich. Würde ich sagen, ja. Also, dieser Käsechip, dieser Käsecracker auf dem Backpapier in der Pfanne zubereitet, ist ein Highlight. Und knusper, Holger, das schmeckt so fein. Ja, total. Und man könnte das auch so. So naschen, das stimmt. Mm. Und nochmal, du hast auch Energie gespart, weil es nicht im Ofen war, der Käse, sondern in der Pfanne, Induktionsherd. Und jetzt kommt es noch oben drauf. Und zwar reichlich oben drauf, vielleicht noch ein bisschen Garnitur, ein bisschen was Grünes. Ja. Mal für das Auge. Wobei der Rosmarin auch gut kommt da drin, ne? Das Grüne. So, ein bisschen was von dem Paprikapulver auf dem Teller noch. Das ist aber jetzt fürs Auge, oder? Das ist fürs Auge, ja. Pass auf, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ja. Wenig Geld, viel Geschmack, überraschend durch diese Cracker, nicht den Backofen benutzt und somit sind wir fein raus mit der Energiebilanz. Wir lächeln. Ja, das ist großartig und gleich werden wir es auch gemeinsam genießen.